Hallo, hier ist dein Pierre Frank. In diesem Video zeige ich dir eine Affirmation, die dir helfen kann, tatsächlich die wahre, wundervolle Liebe in dein Leben einzuladen. Und wenn du in einer Partnerschaft bist, wie du diese Liebe wieder tatsächlich zum Leben erwecken kannst. Ist doch seltsam, wir alle wünschen und sehnen uns nichts anderes als eine wundervolle Partnerschaft, ein Menschen an unserer Seite, der uns unterstützt, der uns fördert, der uns Kraft gibt, der uns motiviert. Wir wünschen uns so sehr jemanden, der nicht nur in schlechten Tagen bei uns ist, sondern vor allem auch in den schönen, guten Tagen. Ja, wir wollen unser Glück ja teilen. Wir wollen ja jemanden haben, wo wir sagen, schau mal, siehst du dieses Reh da oben an der Lichtung? Also wir wollen nicht nur die dunklen Tage teilen, sondern gerade auch die glücklichen Tage mit jemandem teilen. Und ist doch seltsam. Obwohl wir uns so sehr danach sehnen, scheint ganz vielen Menschen dieser wundervolle Wunsch nicht in Erfüllung zu gehen. Und ja, wir wollen natürlich glücklich sein, ist ja klar. Und das Glück, da gibt es viele, viele Farben und Aspekte davon. Wenn wir glücklich sind im Beruf, natürlich haben wir dann in diesem Bereich einen erfüllten Moment. Oder auch Gesundheit trägt natürlich sehr zu unserem Glücksempfinden bei. Ebenso natürlich auch in unserer Freizeit oder wenn wir finanziell eine gewisse Freiheit besitzen. Und dennoch wissen wir alle, wenn uns die Partnerschaft verwehrt bleibt, wenn wir alleine sind, dann zählt das alles gar nicht so viel. Dann sehen wir uns nach diesem wundervollen Menschen. Umso erstaunlicher ist es, dass es anscheinend etwas in uns gibt, das genau dies es uns nicht ermöglicht. Woran liegt das? Klar, die Antworten haben wir ziemlich schnell. Denn ganz oft haben wir Dinge erlebt, die uns nicht gefallen haben. Da haben wir vielleicht Verletzungen gehabt, wo wir sagen, das möchte ich nicht mehr erleben. Und dann sind wir vielleicht gar nicht wirklich offen oder mutig genug oder frei genug, uns wieder hinzugeben, uns wieder fallen zu lassen. Vielleicht haben wir wirklich Angst, dass uns wieder ähnliche Dinge passieren, wenn wir jemanden nah genug an uns heranlassen. Vielleicht denken wir auch, naja, die Liebe hält ja sowieso nicht, habe ich ja schon 2, 3, 4 Mal erlebt. Da dachte ich, jetzt ist es soweit und dann krachte es wieder runter. Das heißt, es gibt tatsächlich zwei Aspekte, die uns nicht ermöglichen, die wahre Liebe in unserem Leben zuzulassen. Der eine Aspekt ist, wir möchten Dinge nicht mehr erleben. Verletzungen, Zurückweisungen, vielleicht auch innerhalb der Partnerschaft, Übergriffe, böse Worte, Streit, Dinge, die uns tief verletzt haben und vielleicht heute noch immer noch Schmerzen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch, dass wir Angst davor haben, es könnte zu schön sein, zu wundervoll sein. Denn wenn das so außergewöhnlich ist, was passiert denn dann, wenn ich das dann nicht mehr habe? Da müssen wir gar nicht dran denken, dass der andere Mensch dich vielleicht verlässt oder dich verletzt, sondern ihr könnt ja auch sterben. Es gibt viele Momente, wo wir plötzlich diese wahre, tiefe Liebe nicht mehr leben können. Und ich kenne ganz viele Menschen, auch gerade in unseren Seminaren und auch in unserem Online-Webinar, das wir gemacht haben, Finde deinen Seelenpartner, wo ganz viele Menschen sagen, ich habe Angst, dass ich, wenn das dann zu Ende geht, dass ich das nicht überlebe. Also auch das ist ein Aspekt. Das heißt, wir haben zwei Aspekte. Einmal, wir möchten gewisse Dinge nicht mehr erleben. Wir haben negative Erfahrungen gemacht, die waren schmerzvoll. Und wir haben nicht mehr den Mut, tatsächlich, obwohl wir die Sehnsucht besitzen, eine solche Partnerschaft zuzulassen. Und dann haben wir vielleicht Sorge, es könnte zu schön sein. Und was mache ich dann, wenn es zu Ende geht? Und diese beiden Aspekte laufen unbewusst ab, die haben wir gar nicht im Griff, die sind tief in uns verankert. Da haben wir also oberflächlich, ja, ich möchte gerne, ich will und ich gebe mir auch so viel Mühe und ich bin ja in Partnerschaftsbörsen und ich gehe auf Partys und ich schreibe ganz vielen Leuten und ich treffe mich auch, aber es klappt einfach nicht. Das heißt, oberflächlich gesehen, im Außen sind wir es vielleicht sogar sehr aktiv. Aber wenn wir tief in uns das Bewusstsein tragen, nicht wieder verletzt werden oder nicht zu tief einlassen, weil den Absturz, den werde ich nicht überleben, dann ist in uns ganz viel, das sagt, nee,
Also es gibt sozusagen eine innere Warnung. Bitte nicht einlassen. Mit dem Gedanken spielen und die Sehnsucht spüren. Vielleicht auch den Mangel, gerne. Aber richtig intensiv sich einzulassen, eher nicht. Und das tragen wir unbewusst. Das ist ein tiefes Gefühl in uns. Das tragen wir unbewusst mit uns herum. Und auch bei meinen Seminaren ist immer wieder ein ganz ähnlicher Aspekt zu spüren. Ganz viele Menschen haben eben ziemlich viel auf ihren Schultern, Plätze in ihrem gesamten Wesen, die immer noch besetzt sind. Entweder besetzt sind mit Verletzungen, vielleicht sogar besetzt sind mit wunderschönen Momenten, die man hatte, wo wir immer noch dem nachhängen. Das war so toll, das hat er toll gemacht. Ah, und dann hat er das gemacht. Diese Plätze sind besetzt, weil die gehören nicht einem zukünftigen Partner, sondern die gehören immer noch dem Ex, 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 Ex. Es kann sein, dass es vielleicht auch die allererste Liebe war, wo du 16 warst, da war irgendwas Wundervolles und du trauerst immer wieder diesen Moment nach und versuchst, diesen Moment wieder zu erleben. Nochmal, unbewusst. Gehen wir immer wieder in eine ähnliche Schiene und dieser Moment ist besetzt. Das war mit ihm, mit ihr, das war so außergewöhnlich schön. Und ein neuer Partner, der kommt, der darf diesen Platz nicht besetzen. Also wir sehen, es gibt ganz viele Aspekte in uns, die es gar nicht zulassen. Und da gibt es tatsächlich eine Affirmation, einen Satz. Und daran erkennen wir schon, sind wir wirklich bereit für eine wundervolle, tiefe, wahre Liebe? Und diese eine einzige Affirmation heißt, ich bin offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft. Und wenn wir dieser Affirmation nachgehen, dann spüren wir ganz schnell, stimmt das wirklich? Bin ich wirklich offen und bereit? Ganz spontan sagen wir sofort, natürlich bin ich offen und bereit. Ich bin doch schon seit 10 Jahren bereit, ich suche doch. Aber wenn du tief hineingehst und wirklich diesem Satz nachspürst, ich bin offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft. Da wirst du ganz schnell spüren, da gibt es Plätze in dir, die du loslassen müsstest, die du aufgeben müsstest, weil da bist du eben nicht offen. Ich will diese Verletzung nicht mehr erleben. Ich will nicht abstürzen, wenn es zu schön ist. Ich möchte nicht meinen Ex-Ex-Ex-Ex-Ex verraten, meine erste große Liebe, weil das war, mein Gott, wie der das gemacht hat, war wundervoll. Und schon bist du nicht mehr offen. Und deswegen, wenn du diese Affirmation nutzt, ich bin offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft, dann spür mal in diese Affirmation hinein. Und das Erstaunliche ist, wir wissen ja, Affirmationen sind Befehlssätze für unser Gehirn. Alleine wenn wir diesem Satz nachgehen, auch wenn du ihn am Anfang noch nicht spürst oder vielleicht merkst, stimmt, ich bin ja gar nicht offen. Wenn du diesem Satz nachgehst, entwickelt sich bereits in dir eine Öffnung. Und ganz erstaunlich, in meinen Seminaren habe ich ganz oft auch eine Dreiergruppe gebildet mit den Seminarteilnehmern, also in Dreiergrüppchen, und dann mussten sie diesen Satz sagen, ich bin offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft. Und das Gegenüber musste feststellen, stimmt das wirklich? Glaube ich es dir? Und dann stellte man ganz schnell fest, nee, so wie du sagst, nee, wie du einknickst, nee, wie du schüchtern bist, ich glaube es nicht. Das ist nicht wirklich im Brustton der Überzeugung. Und deswegen kannst du das super gut auch mit dir alleine machen. Stell dich vor dem Spiegel hin und sage diese Affirmation deinem Spiegelbild. Ich bin offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft. Und dann schau mal, was sagt dein Spiegelbild? Glaubst du deinem Spiegelbild? Glaubst du das? Oder ist es einfach nur so dahergesagt? Oder möchtest du gerne dein Spiegelbild überzeugen, ich bin offen. Es gibt alles. Es gibt das Kämpferische, ich bin offen. So, na, das ist nicht im Urvertrauen stehen. Oder ich bin offen und bereit, eigentlich schon bin ich. Also wir spüren, wir sehen es, wenn wir es vorm Spiegel machen. Also nimm diese Affirmation und sage deinem Spiegelbild immer und immer wieder, ich bin offen für eine wundervolle Partnerschaft. Ich bin offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft. Und wenn du magst, kannst du dann auch die Hände rausnehmen, auseinandernehmen. Ich bin offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft. Und du wirst feststellen, dass tatsächlich mit dir etwas passiert.
mit deinem Solarplexus. Deine Stimme kann sein, dass sie sogar etwas tiefer geht und du tatsächlich plötzlich dich mehr aufrichtest. Also nimm diese Affirmation und sag sie immer wieder. Sag sie deinem Spiegelbild. Und stell fest, glaub ich mir. Und du kennst dich gut, du weißt sehr schnell, ob du dir glauben kannst oder nicht. Also, ich bin offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft. Und dann lächel deinem Spiegelbild zu. Ja, das bist du. Du kannst sogar dein Spiegelbild ermuntern. Stimmt, das bist du. Du kannst neue Wege gehen. Du kannst jetzt anfangen, einen neuen Weg zu gehen. Du kannst anfangen, dich wieder zu öffnen, dich einzulassen, Mut zu entwickeln. Ja, ich bin bereit für Hingabe. Ich bin bereit dafür, zu lieben. Ich bin bereit, geliebt zu werden. Also, mit dieser Affirmation veränderst du ganz viel. Ich bin offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft. Wie wäre es, wenn du jetzt damit beginnen würdest? Jetzt bist du offen und bereit. Dieser Satz ist einer der größten Schlüssel auf dem Weg zu einer wundervollen, beseelten Partnerschaft. Und so etwas steht dir zu. Warum? Weil du bereits offen und bereit bist. Tief in dir, deine Seele ist offen und bereit. Wir haben nur viele Mäntelchen um uns herum gelegt. Aber jetzt ist der Moment gekommen. Ich bin offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft. Du bist offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft. In diesem Sinne, wenn das Video dir gefallen hat, dann teile es mit ganz vielen anderen. Vielleicht triffst du ja plötzlich zufällig jemanden, der dann auch offen und bereit ist und dann ist es vielleicht dein Seelenpartner. Gib mir einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, machst mir eine große Freude und schreib in die Kommentare rein, wie es dir mit dieser Affirmation geht. In diesem Sinne. Alles Liebe. Dein Pierre.